Ladies and Gentlemen, ja, herzlich willkommen zurück hier bei unserem Dead Rising 3 Let's Play mit dem Sino und dem Martin. Hallo. 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 Oh, hallo. Ich hab bisher zu jedem Aufnahmeanfang eine verpasst, ist jetzt mal aufgefallen. Nein, das habe ich ignoriert. Dann kriegt Gary aufs Maul jetzt hier. Gary. Wo ist SpongeBob? Montage. Bananen. Ah, oh, Bananen für mich, Ösi. Meine Banane. Wenn ich am Tag der Deutschen Einheit auf Facebook gepostet habe. Ja, du bist ein Held. Du dummes Westschwein. Seit 24 Jahren kriegen Ossis offiziell meine Bananen. Meine West-Abos ignorieren, das ist jetzt meine Aussage, bitte. Hasst ihn einfach alle. Nein. Ich hol mir erstmal neue Waffen hier, warte. Deine tollen Geräte. Ich wollte mal eben was gucken, man kann hier nämlich so tolle Sachen. Ich brauche ein Katana-Schwert. Hast du ein Katana? Nein, habe ich nicht mehr. So, komm, Rinder. Er sagt, wir müssen hier irgendwas hohes langfahren und draufklettern. Ich brauche meinen Zombrex. Keine Ahnung, wie wir da hochkommen sollen. Wir gucken einfach mal hier. Zombie. Buff. Muss ja irgendwie hier hochgehen. Auf jeden Fall ein Vorschlaghammer. Können wir irgendwie Räuberleiter oder so einen Quatsch machen? Nee, wir sollten irgendein Auto holen. Ich guck mal, ob der Van da geht. Ja, der blinkt, der geht, natürlich. Oh, warte mal, was war denn da? Was du hier für Akrobatik, Alter? Ja, ich gehe erst immer auf die Autos, bevor ich mich reinsetze. Ja, das macht er wirklich, kann ich bezeugen. Also auch in Real Life mache ich das, ne? Die Delle aus meinem Auto krieg ich nie wieder raus, Alter. Ja, sorry. Ich hab schon überlegt, ein Cabrio draus zu machen. Ja, ist doch. Hä, wir müssen hier vorne hoch, Mann. Aber er sagt, wir müssen... Hier, ja, okay. Hier steht 18 Meter. Gimm. Ich gimme. Idiota. Nein, 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 au. Das war blank. Ey, ich war fast drauf auf der Kiste, Mann. Das war Absicht, Alter, das hab ich gesehen. Das war Absicht. Nein. Ah, oh, lass mich rauf, da hier. Ah, ich hab's geschafft. Hier oben liegt eine Hälfte von irgendwem. Ja! Nein, ich hab mal so eine Biene mitgenommen. Hast du jetzt eine Biene gefangen? Ja, ja. Jetzt werfe ich erstmal hier das Ding weg. Wo bist du? Ich bin oben schon auf dem Dach. Ne? Hast du es an dir vorbeifliegen sehen? Nee. Schade. Das ist keine Biene, ist das nicht so ein Glühwürmchen? Nee, das ist eine Biene. Bienenkönigin heißt das Ding. Sturmgewehr liegt hier. Und wieso platzt denen denn der Schädel? Ah! Bist du unten schon? Ja, unfreiwillig, aber ja. Siehst du da Pumps für mich? Ich brauch Pumps, Alter. Damen Kaschmir-Pulli habe ich hier vorne. Aber ich brauch Pumps für meine. Ich muss die Schuhe endlich wechseln, Alter. Ja, du bist irre. Ich hab leichte Aggression, ja, ein bisschen. Aber es ist... Hier, guck, Bienenkönigin, da. Genau vor mir. Da fliegen hier Bienenköniginnen rum. Warum leuchten die, Alter? So ein Quatsch, ja. Ist voll unrealistisch, das Spiel. Das ist ein Spiel, Alter. Das ist unrealistisch, das Spiel. Das ist ein Spiel, Alter. Das ist unrealistisch, das Spiel. Oh, geil. Haben will, Alter. Was? Yeah. Hörst du ja schon wieder. Oh, warum hast du so einen tollen Hut auf, Alter? Mit der Familie. Besorg mir meine Pumps. Du Schlampe. Buja. Die Fresse, du fette Sau, Alter. Mach's doch selber, ey. Oh, hier ist auch noch ein Hut. Ob ich den auch noch aufsetzen kann? Radikaldiät. Ich kann den nicht aufschlitzen. Oh, da hab ich. Das ist mein Afro ist jetzt weg, Alter, weil ich einen scheiß Hut trage. Verdammt. Scheiße. Alter, so. Was war das? Biene. Aber irgendwie platzt denen nichts. Vielleicht, ja. Hast du wieder alles falsch gemacht? Jetzt! Aber es ist nicht so effektiv. Man muss ziemlich nah ran an die. Hier, guck. Ja, ich hab's schon aus der Ferne gesehen. Ich nehm den guten alten Baseballschläger, Alter. Ich nehm den Mikrofonständer. Ich hab. Hier, neues Let's Play. Love me tender. Love me tender, love me true. Sweet! All my dreams complete. Otis Gemälde. Siehst du, das ist doch wunderschön. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal was Hübsches machen. Und zwar, lebt da drin noch ein Zombie? Ja, hier, guck mal. Das ist Bob, ne?
Also Bombina ist das. Das ey, wo? Hau die doch nicht kaputt, du fette Fettsau, ey. Jetzt muss ich zu dem anderen gehen. Hier. So. Und. Bing, bing, bing. Hast du noch deine Taschenlampe? Ist irgendwie ganz schön dunkel hier, ne? Nee, sorry, ich hab, mir ist kein Licht mehr aufgegangen. Yeah! Jo! Oh. Ist ein Idiot. Und der Fette springt hinterher? Ja. So ein Idiot. Hier ist was zu essen. Hier ist was zu essen. Nicht Holzkiste, Limone. Limone? Melone! Das ist gar nicht gut. Hamburger. Zack. Ham, 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 ham. Blöde fette Sau. Ich kann Gavin nicht totschlagen, aber ich kann ihn misshandeln. Ich darf dich nicht töten, aber ausweiden. Bock. Gut, wir müssen die Kleine finden. Du musst dir die Namen auf den Fächern ansehen. Wir suchen nach einer Nicole White. Das soll ihr Pseudonym sein. Und mein Zombrex? Ich könnte sterben, Mann. Schön langsam. Du siehst doch gut aus. Ach, okay. Ich hab eine Knarre. Wie heißt sie? Nicole White? Ich weiß nicht. Und lass mich raten, sie ist Black. Oh, Digga. Der war flach. Gefällt mir. Ja, der war aber gut. Hier, Kühlschrank. Hol die Kerchen. Ah, hier, guck mal, hier ist doch Erkältungsmedizin. Na, die hau ich mir jetzt mal hinter. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich esse das. Heilige Scheiße, das ist meine Ex-Schwiegermutter. Hast du gehört, was er gedacht hat? Ja, ja, die Ex-Schwiegermutter. Sollte es sein. Ist aber verschlossen. Nicht genug für diesen Scheiß. Die müssen irgendwo Schlüssel sein. Such hier drüben. Oh, ich hab grad so laut gelacht, das hat mir selber in den Ohren wehgetan, Alter. Das ist gut. Oh, neuer Plan. Eiserne Klinge. I have a plan. Haben wir die nicht schon mal gebaut? Nee, eiserne Klinge noch nicht. Die habe ich in der Hose. Ach. Oh Gott, war der schlecht. Der war so schlecht, der hätte von dir sein können, Alter. Ja. Wo hast du eine Machete? Ich brauche Machete, Junge. Ja, du nichts. Kriegen. Gib mir Machete. Nein, ich baue jetzt eiserne Maria. Nein. Oh, hier, guck mal, hier wird gerade eine. Ach, oh Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Der Hurensohn. So ein Hurensohn. Knochensäge, jawoll. Oh yeah, baby. Ich hab das ist mal. Hier, gib dir das Ding. Oh, krass. Schlüssel zur Leichenhalle. Hab sie. Alter. Sofort Schluss damit. Was denn? Ich hab die Schlüssel. Ich wollte dich nur ein bisschen anschlitzen. Guck mal, hier ist noch eine Knochensäge oder so. Warte mal. Ja. Rollkragenhemd. Hm. Ey, ich behalte mein Hemd. Ich fühle mich so frei damit. Rollkragenhemd? Ja. Oh yeah. Oh yeah. Ich bin froh, dass du das alles. Oh, guck mal, was hier liegt. Was? Da, siehst du das nicht auf dem Tisch hier? Die Knochensäge? Nein, chirurgische Säge. Ach so, das Ding habe ich schon mal gehabt. Die taugt nicht. Da. Warte, ich tu mal. Oder ne, die Axt behalten. Wo ist denn jetzt die Leichenhalle? Ja, hier. Was ist hier? Hier ist verschlossen. Nee, verschlossen, ich will da rein. Okay. Ich hab den Schlüssel, ne? Aber den hast du jetzt auch automatisch, ne? Weiß nicht. Ich hab den Schlüssel für die. Achso, jetzt kommen wir in dieses eine Fach rein, glaube ich, was verschlossen ja, ist. Ja, hier. Ja, ja, okay. Hey, hier steht die Cold White. Wieso hab ich das Ding jetzt hier aufgenommen? Nicht da? Ganz ruhig, keine Panik. Hey, sieh im Hinterzimmer nach. Komm, och, gehen wir ins Mockerstübchen jetzt. Alles klar. Ich hab auch den Korb mit. Abgefuckt! Ja, abgefuckt. Oh ja, Gary tritt das einfach auf. Das ist blöde Sau, Alter. Zack. Oh, hier Hose. Disco Hose. Was zur Hölle? Disco Stew. Oh nein. Hier liegt wieder so eine Fellbox. Nagelbombe. Oh yeah. Yeah. So, mach auf hier. Warte, ich mach auf. Warte, warte. Wir hätten noch die Nagelbombe bauen können. Oh Gott. Annie. Kennst du die Kleine? Nein. Nein, ich hab mich geirrt. Es ähnelt einer Bekannten. Okay, gut. Komm, hilf mir. Bewegen wir sie. Moment. Ich hab dir geholfen und jetzt hilfst du mir. Ich weiß nicht, Mann. Es scheint keinen Sombrex mehr zu geben.
Tja, dann kann ich wohl nur noch warten. Tut mir leid, wirklich, tut mir leid. Hey, soll ich dich kalt machen? Der Dritte ist auf sie. Mach schnell. Schön, okay, ich beeil mich ja. Bin gleich soweit. Oh mein Gott. Ist wohl noch gesichert. Kann ich mal sehen? Sag mir die Knarre. Übrigens, gern geschehen. Machst du jetzt mal? Okay, ich mach's. Ich schieß nicht so gut. Lass mir etwas Zeit. Oh. Oh Mist. Das war die letzte Kugel. Moment mal. Sieh dir deine Wunde an, sie heilt. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Was für ein Freak bist du? Ah, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich bin. Du brauchst wohl auch keinen Sombrex. Hm. Ist doch gut ausgegangen. Also, ich wollte dich auch nicht erschießen. Du scheinst okay zu sein. Danke. Okay, gehen wir. Dann hilft mir halt nicht. Kann das sein, dass unsere Videos versetzt sind? Sollten sie eigentlich nicht. Warum? Weil, wo er drüber gestolpert ist, hast du ungefähr 10 Sekunden später das gesagt. Du musst gleich zum Club von meinem Boss fahren, dem Diamond Panty. Er ist hier in Ingleton. Ich muss was Wichtiges besorgen. Halt dazu, ich muss zurück zu meinen Freunden. Vielleicht kommen wir hier weg. Wir haben ein Flugzeug. Wir müssen nur noch ein paar Sachen finden. Mein Boss hat gute Verbindungen, verstehst du? Sehr gute Verbindungen. Er besorgt dir Benzin und alles, was du brauchst. Lass sie einfach im Auto und wir treffen uns im Club, okay? Los, ich muss weg. Okay, wir treffen uns dort. Ich werde da sein. Ja, Boss. Nein, ich fahre sie gerade rüber, Sir. Ja, ich bin unterwegs. Ja. Er geht jetzt noch ein paar Leichen vernaschen, der Dicke. Yeah, also bin ich immun, so wie es aussieht. Ja, aber jetzt warte mal, bevor du hier startest. Ja, du, die holen mich sonst aus dem Auto raus. Du die Nagelbombe. Ja, wir hätten eine schöne Nagelbombe bauen können. Jetzt können wir das nicht mehr tun. Ja, komm, gib Gas. Warum habe ich ihr auf Arsch und Titten geguckt? Ja, weiß nicht, weil du pervers bist. Okay. Weil deine Frau krank ist und dich nicht ranlässt, weil ich weiß auch nicht. Mach das Auto jetzt bitte nicht kaputt, ja? Das brauchen wir. Das brauchen wir nicht, so ein Quatsch. Wir müssen die Leiche da hinten hinfahren. Ach so, scheiße, hier komme ich aber nicht durch. Musst du wohl einen anderen Weg suchen. Ja, willst du fahren? Soll ich? Ja, fahr du. Den Schuh zieh ich mir nicht mehr an. Bist du drin? Ja. Oh, ich muss auch noch extra auf die andere Seite, Alter. Hopp. Ich wollte über dich rübersteigen. Na komm, Profi, fahr. Jetzt kommt er durch, weißt du? Runter, Arschgesicht! Ach, da unten steht die Energieanzeige, siehst du? Ja. Ist das mal schön, Beifahrer. Jetzt kann ich eigentlich was trinken, ne? Nein. Don't drink and drive. Lol, das war bei mir gar nicht geladen hier. Ja, bei mir auch nicht. Das sind schwer diese Punker-Assis, ne? Da vorne sind diese Wichser. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ah doch, da, Leute. Ey, das ist meine Werkstatt. Hey, können wir das Auto reparieren? Ich habe schon ein Auto versammelt, also wenn ich jetzt eins kaputt mache, ist es nicht ganz so schlimm. Ach, helf dir selber, Bitch. Ich hab niemanden gehört, also... Alter. Er wollte mich aus dem Wagen rausholen, der eine Zombie. Ja, ja, das machen die öfter mal. Oh, siehst du? Halt die Schnauze, ich bin der Auserwählte, ich bin Neo. Ja, du. Du wählst immer die blaue Kapsel. Ja. Die brauche ich auch schon. Ja. Hallo? Läuft bei dir das Video jetzt schon? Ja, schon lange. Bei mir lädt das noch. Komisch. Okay, ist versetzt. Gut. Natürlich passend gekleidet für so einen Club.
Bandidos, Überlebende des Zombie-Ausbruchs, erfolgreich gechippt und evakuiert. Was zum Teufel? Der Verteidigungsminister und Ex-General John Hemlock unterstrich heute, dass als reine Präventivmaßnahme allen Bürgern empfohlen wird, sich unbedingt chippen zu lassen. Wartet auf anderen Spieler. Steht bei mir jetzt. Komisch. Bei mir läuft noch die Video. Jetzt ist alles klar. Okay. Da haben wir ungefähr so 50 Sekunden Unterschied. Ja, komisch. Wir sind ja schon fertig. Sportwagen. Oh je, yeah. Was sagt das Tacho? Wir 4 Minuten könnten wir noch. Dann machen wir noch voll kurz. Ja, dann lass auch noch laufen, ja. Weil sonst haben wir wieder diesen Kapitel-Jump. Ja, genau. Okay. So, ich mache einfach nur fortfahren. Genau. Woher soll ich wissen, wo zum Teufel sie steckt? Oh, oh. Ich hasse das Ding. Schön. Der Boss ist nicht allzu glücklich. Das ist das falsche Mädchen. Du musst mir helfen, die richtige zu finden. Ich? Ich hab dir schon geholfen. Und ich hab dir meinen Bienentrick verraten. Wir sind quitt. Warum will dein Boss jemanden so dringend finden, dass er trotz Bombe hier bleibt? Willst du hier nicht raus, Gary? Mir egal. Ich habe sowieso keinen Grund zu leben. Hör zu. Du kennst doch angeblich ein Mädchen, das so aussieht. Annie, du sagtest, ihr Name sei Annie. Vielleicht ist das Mädchen, das er sucht. Warum bringst du sie nicht her? Und wir geben dir, was du willst. Sprit fürs Flugzeug, deine Freunde, alles. Ich weiß nicht, ob ich das tun will. Ist nichts Persönliches. Oh. Na schön. Dann lass dich von der Bombe mal nicht in den Hintern treffen. Ich frag die Chefin, ob sie weiß, wo sie hin ist. Sie weiß viel über sie und ihre Verstecke. Okay. Okay. Aber lass mich nicht hängen. Ja, dicker Schindel ist ein bisschen komisch, ne? Zeig schön, jetzt aber, da vorne ist direkt ein Bauplan. Genau, sammel das mal noch auf. Ich wende eine Pfeile. Ich fresse jetzt nochmal hier. Ah, ein Cocktail. Ich nehme erstmal einen Cocktail. Armbrust und Molotow brauche ich. Cocktail. So, ich bin betrunken. Wir können weiter. Warte, ich brauche einen Molotow. Hier vorne liegt ein normaler. Was ist denn das? Bier. Bier können wir nicht nehmen. Einen richtigen Molotow. Haben die... Ah, hier ist wieder so ein Fahrzeugbauplan. Haben die Amis nicht auch immer in so einem Diskus irgendwelche Pumpguns rumliegen hier? Ja, weiß nicht. Oh, geil. Und der Dicke steht und guckt dir zu. Kann ich an die Stange ran? Ich will tanzen, Alter. Oh yeah. Oh, guck. Ja. Komisch. Guck dir das Ding an, was ich gebaut habe. Was ist das denn, Alter? Hier, du wolltest eine Shotgun, ne? Ja. Da liegt eine. Wo? Ah, jetzt habe ich hier noch. Warte. Oh, hier liegt noch eine Sichel. Sende. War hier nicht auch vorhin Bauplan hinter der Dings? Ja, den habe ich aufgesammelt schon. Achso, das war der Autobauplan. Gary! Du hast so ein bisschen erkunden hier, ne? Ich weiß nicht, was besser ist, die Sichel oder der Feuerwerks, Alter. Ich weiß nicht, hier ist eine Pistole auf jeden Fall. Hier ist eine Machete. Pistole habe ich. Wo lag die Pumpgun nochmal? Ja, die Pumpgun habe ich in der Hand. Ah. Willst du sie haben? Ich kann sie droppen. Nö, ist egal. Da. So, warte mal. Bevor du was aufmachst, können wir an der Stelle ein Folgepäuschen machen. Ja, hier liegt. Nimm doch die Shotgun, Digga. Warte, hier. Ich sehe die nicht mal. Ach, da. Hier. Ach, so wart. Die abgesägte. So. Dann machen wir jetzt ein Folgebäuschen. Gut, in dem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war euer Sino und der Martin. Tschüss.